Heute gibt es gleich zwei Bücherempfehlungen, um nicht mehr Geld zu verdienen, sondern um glücklicher zu werden. Wenn ich mich ganz viel mit Online-Marketing beschäftige, mit Fakten, Zahlen, Statistiken, Traffic, Landingpages, Click-Tip-Funnel und dann auch ganz vielen Kunden helfe, dann ermüdet das auch mich irgendwann. Ich weiß, das sieht man immer nicht so bei mir. Ich sehe immer aus wie so eine Robotermaschine, die ohne Ende durchzieht. Aber ich muss auch gestehen, auch ich habe Gefühle, ja. Und auch ich brauche Auszeiten. Und dabei rede ich nicht nur von meinen Weltreisen oder meinen Reisen, die ich unternehme, um ein bisschen zu entspannen, sondern ich brauche auch mal andere Impulse. Und da muss ich mir immer mal wieder die Frage stellen, warum mache ich das Ganze? Warum mache ich hier weiter? Und die Antwort ist natürlich, weil ich glücklicher sein möchte. Und ich glaube, auch du willst an sich das Online-Business aufbauen oder Online-Marketing machen oder was auch immer du gerade für einen Geschäftszweig am Start hast. Nicht, weil es an sich nur Spaß macht, sondern weil du im Endeffekt glücklicher sein möchtest. Und daher brauche ich auch immer wieder ein paar Impulse von außen, die mir zeigen, okay, da muss ich mal ein bisschen hinterfragen oder da muss ich ein bisschen dran arbeiten, um auch in meiner Persönlichkeit glücklicher zu werden. Und auch im Umgang mit anderen Menschen bin ich manchmal ein bisschen hart beziehungsweise sehr direkt oder sehr auf Fakten geprägt, weil ich selber es gut finde, wenn man mir Fakten vor die Fresse haut oder wenn man mir Statistiken gegenüberstellt und damit argumentiert und nicht einfach irgendwas raushaut. Aber ich muss auch gestehen, nicht jeder Mensch funktioniert ja so. Viele Menschen funktionieren ja viel emotionaler, funktionieren ja viel mehr mit 1:1 Gesprächen, mit unter angenehmen Umständen mal ein Käffchen trinken und so. Und darauf muss ich mich so ein bisschen hinlenken in die Richtung. Und deswegen habe ich in den letzten 2 Monaten auch 2 Bücher zu dem Thema Liebe, würde ich jetzt nicht sagen, aber doch eigentlich Liebe, beziehungsweise mehr Herzbücher gelesen, die ich auch beide empfehlen kann. Kommen wir zu dem ersten. Von ihm, John Strelecki, habe ich ja schon einige Bücher gelesen. Und finde immer gut, dass er immer so alles in 150, 200 Seiten aufteilt. Und ja, ich finde es auch gut, dass er das so ein bisschen aus der Urlaubsrichtung macht. Ne? Dass er einem so das Gefühl vermittelt, man zieht sich jetzt eine Runde zurück und kann ein angenehmes Buch lesen, um sich weiterzuentwickeln. Und dieses Buch von ihm heißt Folge dem Rat deines Herzens und du wirst bei dir selber ankommen, ist auch die Kernaussage dieses Buches. Und ja, es gibt eine Empfehlung auf das Buch, auch wenn es sich schnell durchlesen lässt und auch wenn da jetzt nicht so viel Content drin ist. Es war für mich schon mal wieder wichtig. Ich saß da einfach in der Badewanne und habe so mir das Buch durchgelesen und dann überlegt, ja, ich könnte mal wieder einen Schritt zurückgehen, um zu gucken, was macht mich glücklich, was will ich im Leben wirklich erreichen und was von den Sachen, die ich gerade mache, führen auch dazu. Und seitdem habe ich wieder ein paar Stellschrauben geändert, nicht nur in meinem Business, auch in meinem Leben, um wieder ein bisschen glücklicher zu leben und auch solche Sachen wie Meditation, Affirmation, dass man immer sich bewusst ist, die auch wieder reinbringt in seinen täglichen Arbeitsablauf oder in seinen täglichen Tagesablauf, ist wichtiger, als so manch einer denkt. Von daher, John Strelecki, inspirierende Aha-Erlebnisse aus Johns Notizbuch. Auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Das Ding hat auch bloß 14 Euro gekostet. Ein noch geileres Buch, Klassiker, geht viel weiter hinaus als einfach bloß über die Persönlichkeitsentwicklung, ist natürlich der Knaller von René Egli, das Lola-Prinzip. Ich glaube, das Ding ist schon 1995 oder so rausgekommen und da wurde es noch sehr esoterisch behandelt. Heute ist das Lola-Prinzip, die Vollkommenheit der Welt, schon gang und gäbe in Sachen vieler Glaubenssätze. Das heißt, wenn du das Buch dir schon mal durchgelesen hast, vor 10, 15, 20 Jahren,
lest es auf jeden Fall nochmal. Und wenn du es noch nicht gelesen hast, dann holst du dir auf jeden Fall das Lola-Prinzip. Da gibt es auch 2, 3 verschiedene Teile davon. Aber auf Amazon findet man das auf jeden Fall. Wir packen auch die Affiliate-Links darunter. Natürlich. Ja, und da geht es einfach um das Prinzip. Er nennt es Lola. L-O wie loslassen. Du hast einen Wunsch, du arbeitest an etwas, aber sehr verbissen. Solltest es dann aber irgendwann als Wunsch, als Zwang ablegen, um das Ganze ein bisschen entspannter, relaxter anzugehen. Das L zum Quadrat danach, hier Lola, ne? L-O, wie loslassen, das L zum Quadrat bedeutet Liebe. Das beinhaltet so viel wie, dass du das, was du tust, das Warum, was dahinter steht und das auch, wie du es tust, also wie du deinen täglichen Gedankenstrom führst, wie dein Unbewusstsein funktioniert, aber auch deine ganzen Handlungen, dass das mit Liebe funktionieren sollte. Nicht mit Hass, nicht mit irgendwelchen schlechten Glaubenssätzen oder mit Wut, dass du jetzt einfach sagst, ich muss hier arbeiten, ich muss da dran sitzen, das geht sonst nicht anders, ich kann sonst nicht weitermachen, ich muss das machen. Nein, du musst gar nichts. Du kannst jeden Tag aufs Neue dich entscheiden, wie du mit deinem Leben umgehen möchtest. Und natürlich, einige Sachen können wir jetzt nicht einfach beiseite schieben und nie mehr machen. Das wäre unverantwortlich. Aber noch unverantwortlicher wäre es, wenn du sagst, das ist jetzt mein Leben. Es ist halt so, ich kann nichts dran machen und lebe es jetzt vor mich hin und gucke, was kommt. Nein, du bist immer der Chef deines eigenen Lebens. Und du hast immer die Macht über dein eigenes Leben. Und allein deswegen empfehle ich dieses Buch auch unbedingt zu lesen, weil das A in diesem Lola bedeutet am Ende Aktion. Und das bedeutet auch hier soll man ersten Schritt zurückgehen, seine Wünsche, Bedürfnisse, Ziele, Visionen aufschreiben, richtig formulieren, aber dann nicht starkköpfig dran denken und nicht starkköpfig irgendwie dahinter stehen nach dem Motto, losgehören, mach jetzt irgendwie, ich will jetzt, ich muss jetzt, ich muss jetzt. Nein, loslassen, bisschen entspannen, dann eine gewisse Liebe aufbauen. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil das Thema, gerade das Wort Liebe im Deutschen auch immer so ein bisschen weggewischt wird. Gerade im Business-Jargon wird das Thema Liebe, das Wort, schon allein immer ziemlich weggedrückt, sodass es für viele schwierig ist, das auch an sich heranzulassen. Und damit meine ich nicht nur die körperliche Liebe, nicht nur die Liebe zu Kindern, sondern die Liebe generell zu den Menschen, zu einer Sache, zum Leben selbst. Denn wenn du für dich selbst so ein bisschen erkannt hast, dass das ganze Leben dir eigentlich was Gutes tun möchte und umso mehr Liebe, umso mehr Gutes tun du auch raussendest, umso mehr wird dich das Leben auch belohnen. Ich will jetzt hier nicht in die Richtung Philosophie, Religion oder verschiedene Richtungen da ausweiten, das Ganze. Ich will an sich nur sagen, dass du wirklich deine Ziele, Wünsche, Visionen zwar fokussiert hast, aber nicht verbissen siehst, dass du das Ganze mit Liebe angehst, mit einem angenehmen Gefühl. Alles, was nicht angenehm sich anfühlt, ist weit weg von Liebe und dann in die Aktion eintriffst. Und dann wirst du auch merken, hey, das funktioniert alles viel leichter, mir fallen Sachen ein, mir fallen Möglichkeiten ein, wie ich mein Ziel erreichen kann, auf die ich vorher gar nicht gekommen wäre. Und das ganze Thema beschreibt der René Egli. Und natürlich muss es nicht sein, das Thema wieder auf 250 Seiten zu extrahieren, weil er wiederholt sich auch in vielen Kapiteln mit sehr viel Schmackes. Klar ist es für den einen oder anderen wichtig, dass bestimmte Sachen wiederholt werden, aber im Endeffekt kann man das auch auf 100 Seiten runterbrechen. Aber es ist ein Klassiker geworden, das Lola-Prinzip. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Mal das sich verkauft hat. Aber es bekommt auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Von daher, hol dir das Lola-Prinzip, die Vollkommenheit der Welt. Und dann wünsche ich dir wieder viel Spaß und Erfolg bei deinem Aufbau nicht nur deines Businesses, sondern deines ganzen Lebenswerks. Und ich sage mir zum Beispiel jeden Morgen, mein Leben ist ein gigantischer Impuls und alles, was ich anfasse, wird ein gigantischer Erfolg.
das allein schon gibt mir megamäßig Power. Und wenn ich dann noch hinzufüge, mein Leben und alles, was ich anfasse, ist ein Wunderwerk, fühlt sich das gleich viel besser an, als einfach aufzustehen, ich muss jetzt arbeiten, ich muss jetzt diese To-Do-Liste abarbeiten. Nein, von daher auch gern mal einen Schritt zurückgehen, auch wenn ich sonst sage, lieber machen, statt zu viel planen, statt zu viel nachdenken. Aber in dem Fall macht es schon Sinn, einfach mal auf sein Herz zu hören, einen Schritt zurückzugehen und dann mit voller Kraft nach vorne zu gehen. Viel Spaß, viel Erfolg, dein Win-Win-Marketer Lars Pilawski. Ciao.